Der letzte Brief eines unbekannten Häftlings aus Solowetzki. Liebe Maruscha, jetzt bin ich schon 2 Jahre im Lager und kriege keine Briefe. Wahrscheinlich braucht mich niemand mehr. Zu Beginn habe ich wenigstens noch von dir etwas gehört und ich dachte, du würdest mich nicht vergessen. Ich weiß jetzt, dass du mich lange nicht gesehen hast und mich langsam vergisst. Trotzdem hoffe ich, bald in die Heimat zurückzukehren, zu dir. Warte auf mich. Ich komme bald. Eine Illusion. Bis heute weiß niemand, wie viele Menschen in Solowetzki gestorben sind. Dieses Lager haben nur die wenigsten überlebt. Rom, der Vatikan. Papst Pius XI, im Amt seit 1922, will ein starker Papst sein. Der Vatikan soll die Weltpolitik mitgestalten, fordert er. Konkordate, Verträge mit den Staaten Europas sollen Einfluss nehmen. Diese Verträge sind es aber auch, die Taktik und Kalkül erfordern und die Kirche in die Nähe weltlicher Politik rücken. 1922. In Italien regieren die Faschisten, die sogenannten Schwarzhänden. Ihr Anführer ist Benito Mussolini. Er lässt sich Duce nennen, Führer. Die fehlenden Inhalte ersetzen er und seine Anhänger durch politischen Terror. Mit Mussolini schließt der Vatikan einen Staatsvertrag, ein Konkordat. Für Mussolini ein großer Sieg, diplomatische Anerkennung. Und die Zustimmung der Italiener ist ihm sicher. Das Konkordat beendet eine 60-jährige Fehde zwischen dem weltlichen italienischen Staat und dem Vatikan. Der Papst erhält sein eigenes Territorium, den Vatikanstaat. In Italien wird der Katholizismus Staatsreligion. Ein politischer Erfolg, aber zugleich gefährliche Annäherung an ein teuflisches Regime. Rom, die ewige Stadt. Mussolinis Größenwahn stürzt Italien in einen Eroberungskrieg. Im Oktober 1935 überfallen italienische Soldaten Abessinien, das heutige Äthiopien. Abessinien ist ein Land mit einer uralten christlichen Tradition, mit einer eigenen Christengemeinde. Mussolini will sich eine Kolonie erobern, koste es, was es wolle. Mit ihren überlegenen Waffen überfallen die Italiener das wehrlose Land und reiben die äthiopische Armee vollständig auf. Im Bombenhagel und Giftnebel sterben die wehrlosen Menschen. Ein äthiopisches Dorf geht vor den Kameras der italienischen Wochenschau in Flammen auf. Christen unterjochen Christen im Namen des Christentums. In Italien wird der Erzbischof von Mailand, Ildefonso Schuster, die zurückkehrenden Soldaten segnen. Wir arbeiten mit Gott zusammen in dieser nationalen und katholischen Mission des Guten. Vor allem in diesem Augenblick, in dem auf den Schlachtfeldern Äthiopiens die Fahne Italiens im Triumph das Kreuz Christi vorwärts trägt. Deutschland, ein Jahr nach der sogenannten Machtergreifung von 1933. In Nürnberg marschieren die siegreichen Nationalsozialisten. Hitler gibt sich vorerst kirchenfreundlich. Viele Kirchenleute feiern deshalb gerne mit, Katholiken wie Protestanten. Reichsparteitag.
Der Nationalsozialismus als Gegenkirche. Viele Deutsche haben seit dem Ersten Weltkrieg ihren Glauben, ihre Ideale, ihre Hoffnung verloren. Hier inmitten kultischer Repräsentanz, so scheint es, finden sie Ersatz. Die Bibel der neuen Herren steigt im Propagandafilm aus den Wolken herab. Hitlers Mein Kampf ist eine Prophetie des Hasses und der Menschenverachtung. Es ist das meistverkaufte und verschenkte Buch im Deutschen Reich. Wenige lesen es ganz. Wer es doch tut, findet darin Hitlers finstere Pläne. Schwärmerei vom Weltenbrand. Bald wird er ihn wahrmachen. Bilder aus dem Leben der Kirchen zur Zeit der Machtergreifung. Nicht nationalsozialistisch und doch kaum von der Hitlerjugend zu unterscheiden. Paramilitärischer Drill zur Stärkung christlicher Moral. Das Missverständnis einer ganzen Epoche. ...1933, eine Wehrsportübung für evangelische Diakone. Auch Protestanten setzen ihre Hoffnungen in den nationalen Aufbruch, in den Nationalsozialismus. Die weithin entkirchlichten Gebiete des Protestantismus sind es, die Hitler bei den Reichstagswahlen die Mehrheit bringen. Die Katholiken im Land sind damals eine starke Minderheit in einem vorwiegend protestantischen Deutschen Reich. Im alten preußischen Kaiserreich waren Katholiken stets Bürger zweiter Klasse. Das Misstrauen gegen den Obrigkeitsstaat haben sich viele von ihnen bewahrt. Ein Treffen der katholischen Sturmscharen, einer elitären Jugendbewegung, 1932. Sie geben sich betont kämpferisch. Viele Katholiken träumen von einem neuen Reich. Sie meinen das Reich Gottes auf Erden. Aber sie bekommen das Reich Hitlers. Katholizismus und Nationalpathos. Das Kreuz, Blut und Boden vermischen sich zu einer gefährlichen Mixtur. Deutschland, du Ort voll Sinn und Geheimnis, Licht und Dunkel, voll Gefahr und voll Hoffnung. Was ist Deutschland? Es ist der deutsche Staat, das Reich, das neu gebaut werden will, aus deutschem Blut und Boden, Willen und Wesen. Werdendes Reich, das ist Deutschland, unser Deutschland. Alles für Deutschland, Deutschland für Christus. Hey! Rom, der Vatikan. Papst Pius XI. Schätzt Hitler nicht. Daraus macht er kein Hehl. Aber er will seine Kirche in Deutschland sichern. Schon 1933 schließt er ein Konkordat, einen Staatsvertrag mit den deutschen Machthabern ab und entmachtet damit den politischen Katholizismus in Deutschland. Pius schickt seinen Außenminister, den Staatssekretär Pacelli, vor. Pacelli kennt Deutschland aus früheren Jahren gut. Der Mann, der später Papst werden wird, habe sogar eine Schwäche für die Deutschen, so sagen viele. Am 8. Juli 1933 unterzeichnet er den Vertrag. Viele deutsche Katholiken sind entsetzt. Es ist Hitlers erster diplomatischer Erfolg. Noch andere werden Hitler die Steigbügel halten.